Schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Guten Abend, Werner. Schönen guten Abend, Michael. Und schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute sind wir wieder zusammengekommen. Wir hatten das ja bei unserem letzten Interview auch angekündigt. Wir konnten ja bei unserem letzten Interview bei Weitem nicht alle Fragen beantworten. In der Zwischenzeit haben sich dann natürlich auch noch weitere Fragen ergeben von den Anwendern beziehungsweise den Zuhörern und den Zuhörerinnen. Die würde ich jetzt gerne so nacheinander mit dir durchgehen. Wir werden, wie versprochen, auch ein wenig auf die Zeit achten, weil da kommen auch manchmal so Bemerkungen, wir sind dann doch teilweise etwas lang. Gut, man kann uns ja dann in der Videoaufzeichnung auch unterbrechen. Man muss uns ja nicht die ganze Zeit ertragen. Aber wir versuchen das auf jeden Fall heute gut in die Reihe zu bekommen. Werner, dann habe ich die erste Frage. Warum ist Agilcare ein System zur Körperpflege und nicht zur Heilung? Ja, Spannend. gut. Also die Antwort, die fällt ein bisschen lang aus. Ich bin schon immer um Entschuldigung, aber ich musste einfach mehr dazu erklären. Zunächst einmal gegenüber oder im Gegensatz zur Auffassung von vielen Menschen kann sich der Mensch nur selbst heilen. Das ist meine feste Überzeugung und da stehe ich auch nicht allein damit. Wir können uns zwar, wenn wir eine Erkrankung haben, Hilfe holen, Hilfe durch einen Arzt, durch einen Heilpraktiker, Hilfe durch Medikamente, Hilfe durch medizinische Geräte, aber heilen müssen wir uns immer selbst. Das ist erstmal der erste Punkt. Also deshalb ist das mit den Heil- und Hilfsmitteln so ein richtig guter Ausdruck, das ist eher ein Hilfsmittel bei den Heil- und Hilfsmitteln. Und warum ist aber Agilcare nicht ein solches Heil- und Hilfsmittel? Das war deine Frage. Weil wir mit Agilcare nicht auf den Menschen direkt abzielen und dessen Zellen, sondern wir zielen auf die Parasiten ab. Wir haben in dem Falle, wo wir Agilcare brauchen, haben wir eine Disbalance von Parasiten, also von Bakterien, Viren, Pilzen und Würmern irgendwo im Körper. Und diese Disbalance lebt in Symbiose mit der Erkrankung. Es ist also im Zellumfeld hat sich ein Milieu eingestellt, wo eben dort Parasiten aus der Balance geraten sind. Und genauso wie wir beim Zähneputzen die Parasiten aus dem Mundbereich beseitigen oder dezimieren, verringern, oder wenn wir uns waschen, die Parasiten auf der Haut verringern, oder wenn wir uns kämmen, oder wenn wir uns duschen, so ist es auch beim Agilcare, dass wir eben die Parasiten bekämpfen, die Parasiten dezimieren, eliminieren, und damit haben wir nur eine Voraussetzung geschaffen, den menschlichen Körper, dass er sich selbst heilen kann. Stellen wir uns doch das so vor, wir haben ein Abwehrsystem, viele sagen auch Immunsystem dazu, was uns vor Eindringlingen, zum Beispiel Bakterien, Viren und so weiter, bewahren soll. Und wenn die da sind, soll sie bekämpfen. Und wenn aber diese Gegenkraft der Parasiten, wenn die so stark ist, dann schafft das unser Abwehrsystem nicht. Und Agilcare hilft, die Gegenkraft gegen das Abwehrsystem zu eliminieren, zu dezimieren. Und damit ist unser Abwehrsystem oder wie auch viele sagen, Immunsystem stark genug, damit fertig zu werden. Und unser System, also wir selbst, können uns heilen. Wir können mit Agilcare nur die Voraussetzung treffen. Gut, Also das war die eher erste. so, ja. Ganz, ganz Ganz, kurz. ganz kurz. Das ist ja Das eine ist ja nette eine nette Vorstellung, Vorstellung, dass wir dass de wir facto de mit facto mit Agilcare so Agilcare eine innere Dusche haben oder nutzen, um ja sozusagen den inneren Körper zu pflegen. Dieser Vorstellung könnte ich sogar ein Stück folgen. Aber wenn dann Parasiten auch zu einer ja, Bedrohung werden, und das sind ja halt oft die Wahrnehmungen der Anwender beziehungsweise unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, dann bedarf es doch sozusagen einer Hilfestellung. Und dann agiert doch Agilcare im Bereich der Heilung. Ich Das möchte ist doch so, es ist doch nicht nur Körperpflege, oder? ich denke, dass es nicht Heilung ist, weil nehmen wir zum Beispiel mal die Aggression durch Borrelien. Die kann man messen, die muss man nicht nur
gefühlsmäßig wahrnehmen, sondern das kann man messen, gut messen, genauso wie den Epstein-Barr-Virus oder andere Würmerpilze, die mit ihrer Existenz, mit ihrer ungewollten schädlichen Vielzahl die Existenz der Krankheit begünstigen bzw. erhalten. Wenn wir das feststellen, dann zerstören wir diese. Und die andere Seite ist, wenn wir ein Heilmittel hätten oder ein Medizinprodukt hätten, dann müssen wir auch damit nachweisen, dass wir zur Heilung kommen damit. Also wir müssen große Studien laufen, okay, die doppelblind gemacht werden. Und beim Doppelblind hat immer einer mindestens das Nachsehen, nämlich der, der das Placebo bekommt. Und das ist gerade bei den schweren Erkrankungen für mich ein großes Problem der Ethik. Und zum anderen muss ich noch sagen, die Vorschriften bei Heilmitteln, bei Medizinprodukten sind so, dass es immer Studien gibt pro Indikation, also immer, wogegen sich das richtet oder wo es hilft zur, ich sag mal, Heilung. Ja. Und da wir die Besonderheit haben bei Agilcare, weit über 1000, ja, es sind bald jetzt 4000 Indikationen zu haben, müssten Sie sagen, 4000 Studien sind. Und rechnen Sie sich das mal aus, liebe Anwenderinnen und Anwender, rechnen Sie sich das mal aus, was das bedeutet, bei den Kosten für eine Studie. Das ist also unhaltbar und damit wäre das quasi nicht verfügbar, das Agilcare. Wenn wir pro Indikation mehrere Millionen bezahlen müssen für Studien, mehrere Millionen reichen da nicht aus. Und das alles mal 3.000, 4.000, wenn die Zahl noch größer wird, wird das Ergebnis noch größer. Das ist eine Illusion, das jemals realisieren zu können. Und deshalb ist es auch geraten, dass wir das als Pflegemittel einsetzen, als Körperpflegemittel. Gut, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch soweit okay. Ich meine, Agilcare hat ja, wie auch von vielen, vielen Anwendern bestätigt, die entsprechenden Wirkungen. Es wird ja in den seltensten Fällen, man kann das vielleicht auch öfter tun, aber in den seltensten Fällen wird es prophylaktisch eingesetzt, weil eine Körperpflege, du warst vorhin bei der Erklärung beim Zähneputzen, das ist ja so eine prophylaktische Geschichte, damit da sozusagen die Bakterien nicht irgendeine Wirkung entfalten. Deswegen holen wir sie sozusagen raus von den Zähnen oder raus aus dem Mund. Das ist dann einfach so. Agilcare entfaltet ja dann entsprechend seine Wirkung und bekämpft die Parasiten schädlich sozusagen diese Parasiten und tut Gutes. Die Differenzierung, also in der Begrifflichkeit zwischen Körperpflege und Heilung, natürlich kann niemand ein Heilversprechen abgeben, aber es sozusagen halt auch mit dieser prophylaktischen Wirkungsweise einzusetzen, ganz bewusst einzusetzen und bei, wie du sagtest, mittlerweile fast 4000 Indikationen, sind ja die Möglichkeiten nahezu unendlich. Ich denke mal, auch die 4000 werden irgendwann überschritten. Oder wie geht dieser Prozess weiter? Ja, das ist sogar in den nächsten Wochen wird das überschritten. Wir haben das im letzten Interview ja schon berichtet, die weltweit größte Frequenzmustersammlung überhaupt. Und das wächst an, Zusammenarbeit mit anderen Zentren, durch die Erfahrung wächst das an. Und ich stelle das natürlich, die Erweiterungen, den Anwenderinnen und Anwendern kostenlos zur Verfügung. Und dann haben sie noch mehr Möglichkeiten, auch Tests anzustellen für diese oder jene Konstellation, die, wenn man sie mit Agilcare verbessert, zur Lebensqualitätsverbesserung führt. Sehr schön. Gut, ich denke mal, dann können wir die erste Frage als beantwortet betrachten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sollten doch dort weitere Fragen aufgetaucht sein in diesem Zusammenhang. Sie kennen unsere Kommunikationswege, ist kein Problem. Wir beziehungsweise ich stehen dort zur Verfügung. Die nächste Frage schließt sich dort an. Welches, Werner, sind denn die häufigsten Anwendungen und wie sind da die Erfolge beim Agilcare? Ja, also ich kann das natürlich nur aus meiner Sicht, aus der Erfahrung von der
25, 28 Jahren her sagen. Die häufigsten Anwendungen sind immer noch die, wo es um Infektionserkrankungen geht, wo es um Infektionen durch Parasiten geht, weil das Verständnis der Anwenderinnen und Anwender so ist, dass wir ein Eindringling haben, nehmen wir an die Borrelien, und die müssen wir dezimieren oder eliminieren. Dass das objektiv ganz anders ist, nämlich auch bei solchen Erkrankungen wie Bewegungseinschränkungen, Folgen von Schlaganfall, bei Arthrose und bei vielen, vielen anderen Erkrankungen, die nicht vordergründig uns als Infektionserkrankungen gegenübertreten. Wir haben sie nicht als Infektionserkrankungen gelernt. Bei diesen haben wir auch immer das Milieu der aus der Balance geratenen Parasiten. Und auch bei diesen Erkrankungen über die, sagen wir, landläufig als Infektionserkrankungen zu sehen, Erkrankungen hinaus, also bei den anderen Erkrankungen, die ich eben, wo ich eben schon Beispiele nannte, auch bei diesen haben wir eine Chance durch Körperpflege, weil immer Parasiten beteiligt sind, auf Zellebene, durch Körperpflege und voranzukommen und unseren Körper, unser Abwehrsystem zu stärken. Und daraus ergibt sich also zunächst erst einmal aus diesem Verständnis, dass hauptsächlich eben diese Erkrankungen im Bereich der Infektionserkrankungen liegen. Da gehört, wie gesagt, gehören die Erreger Borrelien dazu, der Epstein-Barr-Virus, Chlamydien, da gehören auch die Streptokokken dazu, da gehören bestimmte Würmer dazu, die wir kennen, die eben zu bestimmten Erkrankungen führen. Also die häufigsten sind also in diesem Bereich zu sehen. Und ich denke mal, wenn der ein oder andere Zuschauer oder die ein oder andere Zuschauerin jetzt Fragen hat zu ihren Beschwerden, kann sie sich auch vertrauensvoll an dich wenden. Das steht ja immer wieder offen und wird ja auch rege genutzt. Ja. An diesen. Vielleicht darf ich das nochmal unterbrechen. Vielleicht als Hilfe für die Anwenderinnen und Anwender. Ich bin der Überzeugung aus meinen vielen Erfahrungen, dass es stimmt, dass jede Erkrankung eine Signatur hat. Zu jeder Erkrankung gibt es also bestimmte Konstellationen von aus der Balance geratenen Parasiten. Und wenn wir die richtigen, geeigneten Frequenzmuster einsetzen, dann wird uns das helfen mit dieser Art der Körperpflege. Wir müssen eben diese nur finden. Und wenn uns das erstmal auf der Hand liegt bei Bakterien, Viren, die ich auch als Beispiel genannt hatte, so müssen wir einfach bloß auch lernen, dass es das in anderen Erkrankungen auch gibt. Wir sprachen jetzt mal über neurologische Erkrankungen, Nervenerkrankungen. Ja. Und da will ich das Beispiel, was seit diesem Interview auch wieder geschehen ist, erfreulicherweise, jemand, der eine Polyneuropathie hat in den Händen, also es ist immer so, als wenn er elektrisiert wäre in den Händen, seit vielen Jahren, der hat auch einfach mit Agilcare spekuliert, dass die Körperpflege dazu, die dazugehörigen Parasiten und dazu haben Frequenzmuster, dass die helfen können. Und sage und schreibe, nach einer einzigen Behandlung war diese Missempfindung, diese Polyneuropathie, zumindest von der Empfindung, war es weg. Und das hat erst einmal für niemanden vordergründig etwas mit Parasiten zu tun. Aber wenn wir uns mit der Materie etwas näher beschäftigen, dann sollen wir wissen, es hat immer etwas mit Parasiten zu tun. Gut, das muss ja dann jedem Laien, ich denke mal, der größte Teil mit Beschwerden sind Laien, die haben kein medizinisches Fachwissen und können ja nichts über die sogenannten Signaturen sagen, beziehungsweise welche Frequenzen ich dort einsetzen muss. Das ist ja das Problem. Und oft werden ja die Ursachen, die Schmerzen, die Beschwerden oder die Einschränkungen dann mit Medikamenten nicht beseitigt, aber die Wahrnehmung wird gedämpft und dann scheint das auch alles wieder gut zu sein und die Ursache ist ja in keinster Weise dort beseitigt. Ein ganz großes Problem. Das ist ja bei allen eigentlich anders. Ne? Das ist, wenn ich auch die Parasiten selbst nicht kenne und auch die Frequenzmuster nicht kenne, so habe ich das System so aufbereitet, dass es eben zu diesem, ich gehe wieder auf das Beispiel der Polyneuropathie zurück, gibt Polyneuropathie und dazu gehört ein Frequenzmuster. Und das muss man nicht kennen, sondern man muss einfach nur die
Signatur aufrufen, die unter dem Namen Polyneuropathie abgelegt ist. Mhm. Gut, das ist dann in der Anwendung sehr, sehr einfach. Das wird auch immer wieder bestätigt. Die Wirkungen treten, wie jetzt in dem von dir beschriebenen Fall, schon nach einer Behandlung ein. Einiges zieht sich länger hin, aber das ist ja auch alles gut. Selbst wenn nach ein oder zwei Behandlungen auch Dämpfungen in der Schmerzwahrnehmung oder Einschränkungswahrnehmung, wenn dort schon eine Besserung herbeigeführt wird, haben wir doch sehr, sehr viel erreicht. Eine Frage, die mir auch gestellt wurde und die sich an diesen Komplex anschließt, Werner, welche schädlichen Nebenwirkungen sind denn durch den Einsatz von Agilcare zu erwarten? Es wird doch nicht nur gute Sachen geben. Ja, also das Wichtige ist, dass man die kennt. Ich will sie auch gleich nennen. Und ich will auch gleich die Lösung nennen, wie man denen begegnen kann. Mhm. Also zur Erklärung, wir zerstören mit den Frequenzen die Parasiten, die uns schädigen bzw. dezimieren. Das sind in dem Milieu die uns schädigenden Parasiten, Bakterien, Viren, Pilze, Würmer. Wenn wir diese zerstören, das kann in Einzelfällen, und in den meisten Fällen eigentlich, in den meisten Fällen in wenigen Sekunden passieren, indem wir sie den elektromagnetischen Wellen aussetzen, die aus Agilcare herauskommen und in den Körper eintreten und die auf die Parasiten treffen, dann zerplatzen die häufig. Und diese Parasiten, das wissen wir, das wissen Biologen auch, die haben Gifte, Schadstoffe, meist auch Schwermetalle gespeichert. Und die werden dann frei im Körper. Und wenn das in einer großen Zahl passiert, dann haben wir Missempfindungen. Wir sprechen von der sogenannten Herxheimer-Reaktion des Körpers. Es kann schwindelig werden, es kann übel werden. Also wie das eben ist, wenn Schadstoffe auf den Menschen eben eintreffen. Auf ihn, Und da gibt es eine einfache Lösung. Jetzt komme ich gleich zur Lösung, dass man dann sauberes Trinkwasser trinkt und giftet und dabei das noch unterstützt, indem man Naturzeolit einnimmt. Diese Herxheimer-Reaktion, die kann man auch einschränken, nicht nur durch das Trinken von sauberem Wasser oder unterdrücken durch sauberes Wasser, indem man eben nicht mit dem sauberen Wasser diese Schadstoffe ausspült aus dem Körper und damit die Ursache dieser schädlichen Reaktion oder dieser schädlichen Nebenwirkungen, ungewollten Nebenwirkungen beseitigt, sondern man kann auch, und das steht alles in der Gebrauchsanweisung drin, auch sich daran halten, dass man nur begrenzte Anzahl von Anwendungen am Tag durchführt. Zu Beginn nämlich nur eine Anwendung pro Tag und erst das mit der Entgiftung, Ausleitung der Schadstoffe, die durch die Anwendung entstehen, im Griff hat. Erst dann kann man zu einer zweiten Anwendung am Tag kommen. Somit haben wir die Nebenwirkung, diese Herxheimer-Reaktion. Diese Nebenwirkung haben wir im Griff durch das Trinken von sauberem Trinkwasser und Einsatz von Naturzeolit. Das alles im normalen Maße. Also ich rede nicht von großen Wassermengen. Für den Erwachsenen reichen da 1,5 Liter sauberes Wasser und 6 Gramm Zeolit am Tag. Auch dafür gibt es eine Anwendungsempfehlung, wie man das einzunehmen hat, damit es effektiv ist. Damit haben wir die mir bekannten Nebenwirkungen oder schädigenden Randbedingungen, die wir erzeugen durch die Anwendung von Agilcare. Damit haben wir die voll im Griff. Mhm. Das heißt, ich fasse zusammen, Agilcare entfaltet seine Wirkung, wie du es nennst, die Parasiten platzen und dadurch werden die sich in den Parasiten befindlichen Schwermetalle freigesetzt. Und wenn wir die dann nicht rausholen aus unserem Körper, entfalten die irgendeine Wirkung. Ja. Aber wenn ich das richtig deute, wenn wir dort konsequent vorgehen, du sprachst von 1,5 Liter sauberem Wasser, das wäre auch nochmal ein Gespräch, was ist eigentlich sauberes Wasser, unterstützt durch Zeolit. Diese, ich nenne das mal Entgiftungstherapie, wie lange sollte ich das machen? Also ich trinke einfach mal 1,5 Liter Wasser und wie sagst du, 5 bis 6 Gramm Zeolit und dann ist alles gut, oder? Ja, wenn man das so richtig macht, ist es völlig in Ordnung und man braucht das von der Sache her nur an den Tagen zu machen, wo man Anwendungen zu Agilcare hat. Gehen wir mal
Idealbeispiel aus, und dieses Beispiel, die haben sich bei mir schon hundertfach zugetragen, dass eben bei Borrelien das ein einziges Mal eingesetzt wird, dann würde es vollkommen ausreichen, wenn ich an dem Tag oder am Folgetag diese Menge Wasser trinke und Zeolit einnehme. Und wenn es aber Anwendungen sind, die ich über Wochen durchführe, dann muss ich eben auch darauf achten, sauberes Wasser über Wochen einzunehmen und Zeolit dazu. Muss nicht, aber es ist meine Empfehlung. Und ich denke, dass es sowieso von großer Bedeutung ist, sauberes Trinkwasser zu verwenden. Mhm. Ja gut, das mit dem, wie gesagt, sauberen Trinkwasser, das ist wirklich nochmal ein separates Gespräch. Werner, ich schaue gerade auf unsere Uhr und wir hatten ja auch angekündigt vor dem Beginn, dass wir uns an gewisse Zeitfenster halten. Und unser heutiges Interview-Zeitfenster sollten wir an der Stelle schließen. Das war auch immer wieder mal eine Bitte von Zuschauerinnen und Zuschauern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich speziell stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und fest versprochen. Ich habe hier einen relativ großen Zettel vor mir liegen. Die Fragen, die sich darauf befinden, werden wir in den nächsten Interviews sachgerecht beantworten, beziehungsweise der Werner wird das für uns tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal. Wiedersehen. Ja.